Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Forge of Empires. Ich habe das gerade schon mal geöffnet, ich habe meinen alten Stand gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Da steht zwar hier, sind die Stände, die sie angefangen haben, weil ich habe ja schon zweimal angefangen. Aber die war nicht da. Vollbild rein. Ja, machen wir ein bisschen lauter hier, ist es so. Leise. Vollbild. So. Also fange ich jetzt gerade zum dritten Mal mit dem Spiel an. Auch ein bisschen doof. Aber egal. Die ersten paar Minuten zeige ich euch hier nur noch das Tutorial, das ist ja, was wir jetzt machen. Mit die Wohnhäuser kriegst du Menschen, klar. Mit diesen Produktionsgebäuden. Ah ne, das waren Wohnhäuser gerade. Das waren die Wohnhäuser noch. Später sehen sie anders aus. Ich bin ja erst so in der Steinzeit. Und das, was ich hier gebaut hatte, das ist immer wichtig für die Zufriedenheit der Menschen. Das ist jetzt ein Lager. Stefan, Red Dog. Nimm mal noch Stefan weg. Ist sie nur Red Dog? Ich brauche kein Frauengesicht. Ich nehme den wieder. Ah, der ist schon vergeben. Ja, von mir selber. Red Dog ist auch schon vergeben. Nein. Okay. Ach, bleib mal bei Stefan Ritter. Aber nehmen wir den wieder. Oder hier den. Wikinger. Ein Speer erforschen. Bitte schön, haben wir gemacht. Angriff. Man hier kämpft mit den Hexerfeldern, das finde ich auch witzig.
Sieg, jawohl. Eine Sperrkampfkaserne errichtet. Okay. Das ist hier Sperrkampfkaserne. Zack. 17 Sekunden. Oh, was kriege ich da? Einproduziert. Zwei Denkmäler bauen. Ein Denkmal, jetzt kommt das zweite. Das knallen wir erstmal nur hier so hin. Später kann man es ja noch alles verschieben. Okay, Bevölkerung ist begeistert. Gut. Drei Pfadbauten haben. Okay. Ich mache. Was war? Ja, 1, 2, das war 2. Und da kommt immer noch eins hin. Super, Tipperei. Erforschen. Gehen wir da wieder zurück, gehen zur Forschung rein und gehen auch auf Tipperei, geben den 3 Brezel. Die werden nach einer Zeit immer wieder erneuert. Der ist jetzt nach einer Stunde und nach 53 Minuten, ein paar Sekunden kommt der nächste. Töpferei bauen. War ja schon klar. Einsammeln, okay. Einmal Forschung. Punkt kaufen. Okay, das ist jetzt irgendein auf. Wo sind denn die Brezel? Da sind sie. Da drauf gehen. Ich soll ja einkaufen für 200 Gold. Das Rad erforschen. Forschung. Das Rad.
Das passt ganz genau. Und hier hinten beginnt dann die Eisenzeit. Noch sind wir in der Bronzezeit. Steinzeit haben wir schon überlebt. Schauen wir mal. Konstruktion erforschen. Ja, da werden wir jetzt hängen bleiben, weil ich brauche jetzt 5. Dann wäre bis heilig 250 oder wir warten. Ich würde jetzt erstmal warten, mal 5 Stück. 250 Diamanten ist eine ganz schöne Menge. Also dann, ich denke mal, das Maus ist sowieso wieder da. Dann würde ich mal sagen, das war die Einführung von Forge of Empires. Und ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Spiel beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ticket habe ich. Jawohl. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.